Willkommen zurück zur neuen Folge The Long Dark mit von und zu mir, die Unfunny Guy, Asa. Wir waren direkt auf dem Weg zum Tunnel, nachdem Ohmchen uns gesagt hat, da müssen wir hin, da passt schon. Oh, da ist unser Spieler. Ist das awesome. Aber der Sturm ist, oder dieses Nebliche ist weg, das bisschen plötzlich gewesen, aber fein. I don't complain. Oh. Ich kann nicht springen in dem Spiel. Was? Oh, Wolf, krass. Oh, bellt der? Bin ich nicht so weit, oder ist es nur. Auf jeden Fall ist es etwas, was gefährlich ist. Wir gehen weg davon und folgen der Straße. All das sollen wir tun. Das ist unsere Aufgabe. Moment mal. Irgendwas habe ich vergessen. There's always something I forget. I'm not sure what it is. Ah, what could it be? Ah, ist okay. Ich werde auf jeden Fall mal einen Nachforschung betreiben, ob Wölfe wirklich bellen, wie der es gerade gemacht hat. Bin mir echt nicht mehr sicher. Die Dokumentation ist schon eine Weile her. Das sieht aus wie ein Tunnel, der versperrt ist. Ich habe keine Steine, mich zu wehren. We are gonna die. What happened here? Eine ausgezeichnete Frage. Oh, puh. Irgendwann hat es erlebt. Oder junge Frau? Sieht das wie ein junger Mann, egal. Aber hier ist Staff. Wir lesen. Folgende Gefangene werden mit unverzüglicher Wirkung zum Bundesgefängnis Schwarzfels gebracht. Puh. Ich denke, es ist klar, wer diese Männer waren, die da gestänkert haben. Could end up being useful. Das scheinen Gefangene gewesen zu sein. Eieieiei. Das erklärt die Brutalität der jungen Männer. Presence? Aus da, okay. Jetzt nicht das, was ich. Gut, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir jetzt hier zum Ohmchen. Wir haben gesehen, was hier los ist. Der Tunnel jippt nicht mehr. Dann ist das einer der Gefangenen. Und der Rest der Gefangenen. Also noch 12 junge Herren, die nur Schindluder treiben wollen. Nicht auf der guten Seite der Macht. So viel ist sicher. Ja, Bollocks. Das heißt, wir haben nicht nur Wölfe, wir haben noch 12 Spoons. Krass, da ist schon wieder ein Wolf. Er hat gerade ein Häschen getötet. Ich kann jetzt nicht mal kritisieren. Ich habe es auch getan. Von daher. So. Ich nehme noch ein Stückchen. Das ist der Wolf. Der Hirsch. Der Hirsch. Oh, puh. Ich gehe mal einen Bogen um den jungen Mann da drüben. Der den Hirsch erwischt hat. In der Hoffnung, dass er mich nicht jagt. I mean, it's nice. So sehen wir das Wildlife hier ganz normal funktioniert. Mit Wölfchen, Jagd, Häschen und Hirsch. Und das wäre eigentlich nur ein. Genau, nee, du warst schon hungriger. In einer der vorigen Folgen. Auf jeden Fall witzige Angelegenheit, dass Wölfchen da hinten jagt. Das finde ich ein schönes Extra in dem Spiel. Hallo. Okay, das war mal ein bisschen zu nah. Ich hab Angst. Ich hab nichts, um mich zu. Ich hab nicht mal ein Steinchen.
Oh, Kanada. Haben wir hier schon mal drin? Bestimmt in einer der vorigen Folgen. Oh, puh. Now it's getting dirty. Der sah aus, als ob er ein bisschen Bock hat auf Browserfleisch. Oh krass, hier ist der Kleine um das Haus. Ich würde vermuten, in meinem Post Office. Krass. Ich wusste, ich habe da was gehört. Wir gehen erstmal ins Häuschen. Der andere wird wahrscheinlich auch in der Nähe sein und bleiben und uns vernaschen wollen. Ah, ich war schon mal hier drin. Wenn die Toilette leer ist, wissen wir, dass es so ist. Ich könnte das benutzen. Die Toilette ist leer. Ja, wir waren schon mal hier. Oh. Ganz fantastisch gemacht, Rasa. Ganz fantastisch gemacht. So. Schleichen wir uns raus und hoffen, dass die Süßen uns in Ruhe lassen. Ich will deinen Snack nicht. Halt ihn ruhig. Ich will nur zu Ohmchen. Oh. Die Stadt ist nicht so sicher, wie ich es mir gern wünschen würde. Wo ist der andere? Ah. Das könnte ein Indiz sein, die Vögelchen. Könnte ein Indiz sein. Schmeckt nicht so laut. Sehr furchtbar. Dieses Gepatsche immer. Ohmchen, ich habe dir was zu erzählen. Es ist ganz Tolles passiert. Nichts. Nein, tatsächlich schon, aber... Ach, Ohmchen, jetzt. Lass mich ausreden. Was ist denn das? Wintervorhersage. Wetterwarnung. Schwerer Schneefall und rekordverdächtige Tiefsttemperaturen erwartet. Handschriftlich darunter gekritzelt. Es wird ihr nicht gefallen, aber wir müssen nachher sehen. Irgendjemand muss es einfach tun. True, true. Whatever the he said. Oh, also entweder ist das Ohmchen von früher oder es ist ein Enkelchen. Oh, das ist ja putz. Hausgemachte Suppe. Ohmchen, wir müssen reden. Tunnel. Did you find it? Ja. It was there, like you said. Oh, Entschuldigung. Your friend. No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through, but my only way through. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? That's right. I'm not sure, but she was there. Ha ha ha. She left me a sign, a word. Perseverance. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me she won't give up. Okay. Or is maybe reminding you not to. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why? Because you mean so much to her? Because she wrote it in blood. I seem to recall a town somewhere up north, far, what was it called? That's it. Perseverance Mills. Mm-hmm. Old logging and mill town used to be an important place. Now it's mostly dead, like Milton. Maybe she's pointing you there. Perhaps. Perseverance Mills. How do I get there? North? By car, before the quakes, when the roads were clear. Looks like I'm on foot. That will be a long road. Super.
Okay, Spiel. Wir reden dann über Suppe. I'm starting to get pretty worried about my friend. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse. On the other side of town. Mm-hmm. That night... The memories are confused, but... Somehow, I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help. And they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. Okay. Wir reden nicht über die Suppe. Der hat gesagt, wir sollen gehen, dann gehen wir. Das ist ein schönes Gewehr. Ich hätte es gern dabei, aber komisch, brauchst du mehr als wir gerade. Nicht, dass die bösen Männer wiederkommen. Jetzt gehen wir erstmal in die Bank. Credit Union, also besonders. Oh Gott. Wahrscheinlich nimmt mich jetzt der Wolf mit. Ich nehm Stein. Okay, ich gehe jetzt einfach rein und du lässt mich in Ruhe, okay? Ich denke zumindest, dass es das ist. War ich hier schon mal? Nee, ich war hier noch nicht. Krasses Pony. No more cash. Okay. Hm. Zeitung, Karton, Mülleimer, Stuhl. Ich hoffe, nobody needs this anymore. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Zeitung. Ja, muss ja irgendwas sein, sonst hätte sie mich ja nicht hingeschickt. Und die Mission sagt es. Durchsucht das Bauernhaus mit nach einem Bankschließfachschlüssel. Ich hätte also erst zum Bauernhof gemusst. Ach, mir da. Ja, jetzt haben wir eine Gipfelbrause. Das ist auch okay. Wenn wir schon mal hier sind, schauen wir einfach mal, ob wir was... Oh, Kanada. Dass wir irgendwas Nützliches finden. Food. Ich habe noch die Sardinenbüchse, aber ob das reicht, ich weiß es nicht. Zeitung haben wir jetzt, denke ich, mehr als genug. Nicht. Toilette. Oh no's. Oh, schmeiß doch meinen Stein nicht rum. Nicht mit Stein. Always use more food. Yay. Kaffee wahrscheinlich tiefgefroren. Da wollte ihn jemand mit der Mikrowelle nochmal warm machen. Coole Sache. Oh Gott. Nee, da versuchen wir uns jetzt nicht unser Glück. Hier nach. Nee. Okay. Irgendwas wird bestimmt noch, oder? Nee, gut. Dann eben nicht. Fein. Jetzt ist erstmal mein Steinchen wieder. Gut, dann gehen wir doch erstmal zur Mühle. Okay, dahin. Ich überlege, ob wir noch dahin gehen, aber wenn wir später nach Norden müssen, könnten wir es auch später machen. Wir kämpfen uns erstmal dahin. So. Arm. Ohmchen sagt, Ohmchen hat bestimmt recht. Okay. Ah, ich hab mich nicht zu abholen.
Gut, gutes Hühnchen. So, in die Richtung. Habe ich mir gemerkt. Ich kann zumindest behaupten, ich habe einen besseren Orientierungssinn als Knummi. Ich guck nochmal nach. Ich bin richtig. Ha! Hahaha! Ha, ha. Wenn er sonst nichts kann, dann ist es terrible. Dann wenigstens das. Oh, curious. Coal. That'll come in handy. Ach ja, erstmal H. Fall weggesteckt. Wir nehmen erstmal ein bisschen Kohl mit. Ach, wir nehmen jetzt alles mit. Komm, was soll der Geiz? Gut. Vielleicht sollten wir das jetzt vielleicht auch gleich tun, essen. Ja, essen. Hat uns nicht so satt gemacht, wie ich jetzt gehofft hätte, aber okay. We do our best in surviving. Wir bleiben möglichst auf Wegen. Ich habe keine Lust mehr, hier was zu brechen oder zu verstauen. Ulala. Ich muss mich echt dran gewöhnen. Im Gespräch mit der alten, mit der grauen Mutter. Nicht für den Charakter zu sprechen, das ist so ungewohnt. Normalerweise hast du so viele Spiele in letzter Zeit, wo du dann halt wirklich keinen hast, der redet. Du. War bei Monster Hunter ja so. Die Expertin, die Weltexperten war ja immer dafür da zu reden. Oh Gott, da ist schon wieder ein Wolf. Deswegen muss ich mich dann gewöhnen, die Gusche zu halten. Und unseren Boy hier reden zu lassen. Der macht das schon. Der macht das seinen Job gut. Hier ist nichts. Ist da vielleicht was? Ich weiß jetzt nicht, wo der Wolf ist. Wir essen jetzt kein Pferd. Ich würde das Pferd lieber zum Reiten nutzen. Schnelle Fortbewegung und so. Das ist die Frage, wo ist Wölfchen? Da ist er. Okay, wir machen einen großen Bogen um ihn. Und im Häuschen kümmern wir uns ums Essen. Die Sardinen haben uns echt nicht satt gemacht, ey. Dang it. Aber wir sind sehr gut. Es beunruhigt mich immer, ihn nicht zu sehen. Ach, da hinten. Okay. Paradiesauen. Verstehe ich nicht. Bauernhof von Paradiesauen. Oh. Puh. Could you please go away? Ich war mir vorhin ja schon nicht sicher, ob ich das gesehen hätte im Haus, aber jetzt weiß ich's. Could you please go away? Leave me be und so. Ich glaube, ich will verbrennen müssen. Hirsch, opfere dich für mich. Sie sind relativ chillig gerade. Also sind nicht so auf Alkoholischen, oder? Der Sichtraum ist begrenzt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich froh, dass er weggegangen ist. Jetzt bin ich mutig und jetzt gehe ich noch in die Scheune darüber. Ich will wissen, was da drin ist. Wenn dann Wolf rauskommt, bin ich neugierig. So. Maybe a dead battery. Das war ein Häschen. Tote Batterie. Mhm. Reminds me. Okay, du siehst schon was. Wir nehmen erstmal alles. Oh Gott. Schneesturm. Holy shit. This will come in handy. Jetzt habe ich gerade
ein unwohles Gefühl im Bäuchle. Wir werden jetzt wohl ins Häuschen gehen müssen. Schnell sogar. Nicht wegen dem Strom. Aber... Oh Gott. Eine blutige Hand. Das wird doch nicht. Mal gucken. Oh. Okay. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? You're never gonna find her. What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy. We just shoved them in there and locked the door. You monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. Smoke already did them in. She fought like hell to try and get them out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me, too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Yeah. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. And somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... Ah, we barely clipped her wings. Barely? She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad? All right, she was bleeding. A bit. You have no idea how stubborn I am. Alter Esel. I told you what I know. Are you gonna help me or what? Pull this knife out of me. It's stuck in deep. And I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the old lady in the house too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. First of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. I know there's no easy way for us to get back.
Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you getting to live. Oh, bollocks. That's a tough decision. Oh, gosh. You don't deserve help. But here. Oh, that's better. Now, I'll just sit here for a while. I think I'm warming up. Oh Gott. Ich hoffe, wir werden das nicht bereuen. Das werden wir wohl dann in den nächsten Folgen dann mitbringen. Das ist eine gute Entscheidung, mal ihn leben zu lassen. Mit diesem doch. Boah, ist halt eine taffe Sicht. Mit dem Eindruck verabschieden uns ich mich heute von euch, von dir, je nachdem wie viel ihr seid. Macht euch noch einen schönen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.